Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder drei Telefonate am Stück mitgebracht, die wahnsinniger nicht sein könnten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei einzelnen Telefonaten. Tag. Guten Tag, Lilly Lips. Ja, hier ist Lilly Lips. Mein Name ist Patrick Koch, ich arbeite in einem Trading-Unternehmen. Ja. Wissen Sie, was bedeutet Trading? Ja. Okay, sehr schön. Ich habe hier gesehen, dass Sie Ihre Kontaktdaten zur Aktivierung eines Handelskontos hintergelassen haben. Ist das so? Weiß ich nicht. Wie meinen Sie denn das? Bitte? Weiß ich nicht. Wie meinen Sie denn das? Okay, sehr schön. Kann ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung auf den Finanzmärkten schon? Nee. Nee? Nicht nee. So schlimm. Aber ich möchte Ihnen sagen, unser Unternehmen heißt Trade Union und unser Unternehmen bietet Ihnen die Dienstleistungen eines Finanzanalytikers an. Damit Sie freistand handeln können. Verstehen Sie das, ja? Nee, Sie reden so schnell. Ja, also hier haben wir wieder eins von den ganz besonders seriösen Callcentern, wo die Mitarbeiter nicht mal die Fragen oder die Antworten verstehen auf die Fragen, die sie überhaupt gegeben haben. Also der Mitarbeiter fragt mich was, ich antworte und naja, der kapiert's nicht und macht einfach weiter in seinem Skript. Sehr interessant, was wir hier wieder für ein Callcenter am Telefon haben. Wissen Sie, warum brauchen Sie diese Finanzanalytiker? Nee. Weil Sie alleine an der Börse nicht arbeiten könnten und deswegen bieten wir Ihnen solche Dienstleistungen als Finanzanalytiker. Sie können mit uns arbeiten und so Geld verdienen. Sie werden niemanden bezahlen und für nichts bezahlen. Sie werden einfach Ihr Geld verdienen. Sie werden einfach Ihr Geld investieren. Wissen Sie so? Wie funktioniert denn das? Bitte? Wie funktioniert denn das? Es funktioniert. Sie sollen zuerst mit uns, sagen wir so, solche Mindestsumme, 250 Euro investieren für Ihr Handelskonto. Sie werden zuerst Ihr Handelskonto eröffnen, dann werden Sie diese Summe 250 Euro von Ihrem Konto zum Handelskonto überweisen, dann werden Sie von unserem Finanzanalytiker besprechen, werden Sie mit ihm einen Plan machen. Wenn Sie möchten, er kann Ihnen ein bestimmtes Investitionsportfolio vorschlagen, aber wenn Sie sagen, nee, ich möchte mein eigenes Portfolio machen, dann werden Sie mit unserem Finanzanalytiker ein eigenes Investitionsportfolio machen. Ich dachte, das kann man nicht alleine. Bitte? Ich dachte, das kann man nicht alleine. Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen sagen, deswegen brauchen Sie Finanzanalytiker. Er wird Ihnen alles vorschlagen, alles empfehlen, alles Ihnen werden Tipps geben. Sie werden mit Hilfe unserer Finanzanalytikers etwas verdienen. Das wenn Sie ist zum ja Beispiel toll. Keine Kenntnisse in diesen Bereichen haben, könnten Sie natürlich unser Finanzanalytiker sagen, er wird Ihnen noch solche Podcasts schicken über dieses Unternehmen, über dieses Trading. Aber wenn Sie sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich kann nicht alles alleine machen, denn Sie können sagen, unser Finanzanalytiker, er wird alles alleine selbstständig machen, Sie werden einfach Ihr Geld kontrollieren, alles ist da oder mehr, Sie werden einfach kontrollieren und Geld verdienen. Passt es Ihnen? Das hört sich aber toll an. Bitte? Ich sagte, das hört sich sehr toll an. Doch. Das mindestens 250 Euro, ich kann aus meiner Erfahrung Ihnen sagen, dass dieses Service in vielen Unternehmen mehr als 5-mal teuer oder 5-mal oder 10-mal teuer ist. Und man muss nicht sagen, dass es so teuer ist. In diesem Leben muss man alles probieren. Sie können nicht für niemanden bezahlen. Sie werden einfach investieren. Das wird Ihr Geld. Das wird einfach Ihr Geld. Sie werden einfach für etwas investieren. Also begreift irgendjemand von euch, was der da eigentlich gerade von sich gibt? Der labert einfach nur ganz viel aneinandergereihte Kacke. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wo der seine Intelligenz her hat, aber irgendwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. Denn alles, was er da so erzählt, ist einfach nur bla 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 bla. Also mehr kommt da nicht. Und so einem soll ich mein Geld anvertrauen? So einer ruft einfach bei mir an und will von mir Geld haben? Mhm.
Uninteressant. Also ich bin immer wieder schwer davon beeindruckt, was das eigentlich werden soll. Er kann ja nicht mal im Ansatz irgendwie das Deutsch verstehen, was ich wiedergebe auf seine Antworten, Fragen. Weiß ich nicht. Der redet einfach nur weiter. Der kann nur einzelne Wörter aufschnappen und darauf dann sein Gespräch aufbauen. Aber dass er eigentlich völlig umsonst gerade irgendwas beschreibt, weil eigentlich habe ich ihm ja zugestimmt, ich verstehe es nicht. Es ist einfach nur verrückt. Einfach nur Wahnsinn. Ja, ich probiere gerne neue Sachen aus. Bitte? Ich probiere gerne neue Sachen aus. Okay, sehr schön, sehr schön. Haben Sie WhatsApp in dieser... Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Damit WhatsApp kann man doch nicht bezahlen. Ja, ich verstehe. Ich möchte Ihnen einfach Links schicken. Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa-Karte, Mastercard, Maestro oder Online-Banking? Ich habe eine Hagebaumarkt-Karte. Welche? Hagebaumarkt. Kann ich Ihnen fragen, arbeiten Sie irgendwo oder beschäftigen Sie sich mit etwas? Wie meinen Sie das? Bitte? Wie meinen Sie das? Ich möchte Ihnen sagen, arbeiten Sie irgendwo? Ja. Wo arbeiten Sie? In Susis Stripclub. Okay, und wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay, sehr schön. Wie viel könnten Sie pro Monat verdienen? Sagen wir so, ist es mehr als 1.000? Bei euch? Was ist Ihr Einkommen? Ach so, in einem Monat? Das kommt aber darauf an, wie viel mehr die schmucken Typen zu stecken. Bitte können Sie noch einmal wiederholen, ich habe nicht gehört. Das kommt immer darauf an, wie viel Geld mir die schmucken Typen zustecken. Okay, sehr schön. Aber ist es mehr als 1.000 oder ne? Meistens ja. Ich möchte auch probieren. Kann ich auch probieren? Ich möchte für etwas beschäftigen sich. Was wird mehr als 1.000 Euro bringen mir? Wir haben noch eine Stelle frei. Möchtest du dich bei uns bewerben, Stückelchen? Natürlich. Bringt es für mich 1.000 Euro mehr oder ne? Ich möchte nicht meine Arbeit einfach lassen. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Wie viele Jahre arbeiten Sie in diesem Stripclub? 9 Jahre jetzt. 9 Jahre, sehr schön, sehr schön. Ja. Was meinen Sie? Ist das gut für dich oder ne? Natürlich, ich verdiene damit mein Geld. Natürlich, sehr schön, sehr schön. Und was meinen Sie? Möchten Sie noch ein passives Einkommen haben? Möchten Sie mit uns weiterarbeiten? Ich mag passive Leute. Okay. Okay. Ich möchte Ihnen einen schönen Tag sagen und auf Wiederhören. Und was ist jetzt mit dem Handeln? Bitte? Was ist jetzt mit dem Handeln? Ich meine, dass Sie können nicht es machen. Warum? Weiß nicht, ich vermute. Na, aber warum ruft sie denn an? Ich möchte Ihnen einfach Tipps geben und mit einem anderen Mensch kontaktieren, mit einem Psychologe. Sie werden zuerst, meine ich, in der Krankheit einfach fahren und dort... Was denn für ein Psychologe? Bitte? Was denn für ein Psychologe? Brauchst du einen? Nee. Ne? Okay, einen schönen Tag wiederhören. Aber ich dachte, Bye. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Nee, wir haben uns dann nicht weiter unterhalten. Aber, tja, schon irgendwie interessant. Also, Stripclub haben sie dann wohl verstanden an der anderen Seite der Leitung. Alles andere irgendwie nicht. Dass das jetzt hier ein ziemlich indischer Akzent war, ich glaube, das haben wir alle rausgehört, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Aus welcher Region dieser Anruf hier wohl gekommen sein mag. Ich weiß es nicht. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten super Telefongespräch, was wir wieder an der Leitung hatten. Ich spreche mit Herrn Gerold Steiner. Sie ist im Apparat. Herr Steiner, Apparat zu haben. Ich bin also der Peter Meier. Wenn Sie noch ein bisschen an mich erinnern können, wir haben uns mal beide unterhalten. Keine ich habe Sie sogar auch eine Mail gesendet an gerold.steiner@mdcc.de. Ist das auch korrekt? Ja, keine Ahnung. Super. Also, was für eine Erfahrung haben Sie denn im Handelbereich gemacht? Oh, keine.
Na ja, keine. Okay. Und mit welchem Betrag wollten Sie denn starten, damit ich jetzt für Sie alles vorbereiten könnte, Herr Steiner? Auch mit gar keinem. Warum mit gar keinem? Na, ich wusste doch nicht, dass Sie anrufen, also kann ich ja nicht gewollt haben. Also Sie haben sich ja bei uns angemeldet und wir wollen Sie dabei unterstützen, nur. Aha. Und mit einem ganz kleinen Betrag können wir schon starten und dann werden wir schon die Seriosität der Unternehmen schon checken, wie wir auch für Sie Profite machen, weil von dem Profit generiere ich auch meine Profite auf jeden Fall. Ansonsten erhalten Sie immer das Kapital, was Sie bei uns erreichen haben, Herr Steiner. Ja, wollen wir nicht die Seriosität erstmal checken, bevor ich Geld inzahle? Wie bitte nochmal? Wollen wir nicht erstmal die Seriosität checken, bevor ich Geld inzahle? Ja, das auf jeden Fall. Ach, denn? Wie wollen Sie das zum Beispiel machen? Herr Steiner? Will ich nicht. Versuchen Sie mich doch zu überzeugen. Also, Herr Steiner, da haben Sie ja vollkommen recht, Herr Steiner. Das ist eine ganz konkrete Frage. Und da will ich auf jeden Fall richtig seriös mit Ihnen sein, weil Sie arbeiten in Finanzen schon über mehrere 8 Jahren. In Finanztätig bin ich hier tätig. Ich habe mal... Also an seinem dreckigen Gelache gehe ich hier mal ganz stark davon aus, dass er denkt, jetzt hat er wirklich einen Dummen an der Leitung, den er jetzt so richtig schön irgendwas vom Pferd erzählen kann. Ich meine, dass das hier nicht so läuft, das wissen wir alle. Ja, aber er scheint hier tatsächlich noch in dem Glauben zu sein. Aber wenn man hier schon merkt, an dem Gestammel und an dem Gestotter und was er da eigentlich so von sich gibt, tja, dann haben wir wieder den Beweis, in was für einem Unternehmen hier wieder, ja, in dem wir hier wieder gelandet sind. Damals in der Gastronomie gearbeitet. Dann habe ich ja diese Branche gewählt. Und wir sitzen ja in Frankfurt, da ist unsere Filiale. Und wir arbeiten mit Kryptowährungen, wir arbeiten mit Indizien, Aktien, Rohstoff, allgemein was mit Handel zu tun hat. Wir sind nur eine Tochtergesellschaft. Also die Börse sitzt ja in Frankfurt, das wissen Sie ja, wo die ist. Wir arbeiten für die Börse. Wir traden mit verschiedenen Währungen, was wir vorne sehen, was wir auf unserem Fernsehen sehen, ob der Rubel steigt, ob der sinkt, ob die Lufthansa steigt oder fällt, ob der DAX was da entwickelt. Diese Möglichkeiten machen wir hier. Wir arbeiten nur mit dem Geld des Kundes. Sobald der Kunde Geld eingezahlt hat, hat er 250 Euro oder 500 Euro. Und wenn wir jetzt mit diesen 500 Euro oder 250 Euro einen Gewinn in Wirtschaft haben, und daher bekomme ich meine Brötchen. 1-2% erhalten wir als gute Beratung. Das kann ich ja nicht jetzt, würde ich mal sagen, ich mache ja auch nicht jetzt etwas hier kostenlos. Das müssen Sie selber auch wissen. Und daher profitieren wir auch. Und so geht das immer bei uns weiter. Kunde zahlen Geld, Kunde machen Profite, Kunden lassen das Geld auszahlen. Und erstmal bekommen Sie die Testphase, um das ganze System erstmal auszutesten, zu schauen, wie das Ganze läuft, wie der Peter Meyer das mitgeteilt hat, ob da was raus wirklich gekommen ist. Ansonsten kann ich Sie nur als Kunde verlieren und Sie können das Geld auszahlen und basta. Leben geht immer weiter, Herr Steiner. Und nichts kommt auch nicht raus. Und wer garantiert mir, dass ich das auszahlen kann? Weil bei den Betrugsfirmen kannst du den Müller nicht mehr auszahlen, dann ist der Kohle weg. Also das soll bedeuten, Sie haben eine kleine Erfahrung mit jemandem das gemacht, die ich das gecheckt habe. Nö. Also haben Sie noch gar keine Erfahrung in diesem Bereich gemacht? Genau, aber ich bin ja trotzdem nicht blöd. Ja, ja, okay. Ich habe ja nur gefragt, lieber Herr Steiner. Und ich werde Ihnen eine E-Mail schreiben an Gerold.Steiner. Die E-Mail habe ich ja gerade eben auch genannt. Da bekommst du meine Kontaktdaten, wo du mich jederzeit erreichen kannst, wo du mich schreiben kannst, wo du die Plattform sehen kannst. Und auf der Plattform siehst du dein Guthaben drauf, was für ein Profit du gemacht hast. Da hast du auch neben Auszahlung wählen. Und da gibst du nur die IBAN-Nummer, die IBAN von Ihnen, die BIX-Swift-Code, die Summe, die Sie auszahlen wollen, und so haben Sie das Geld auf der Tasche wieder zurück. Boah, aber jetzt hast du ja gerade bewiesen, dass das alles Betrug ist, aber ich. Wer? Na du? Ja, wie? Was meinen Sie denn damit jetzt? Ja, ich weiß ja nicht, wann ich das du angeboten habe. Das kann ja nur unseriös sein. Wie meinen Sie das? Ich verstehe Sie jetzt. Kommen Sie bitte zum Punkt, konkret. Was sagen Sie? Na, hab ich doch gerade gesagt, was ich sagen will. Was hast du gesagt? Na, ich weiß nicht, wann ich Ihnen das Du angeboten hab. Herr Steiner, hast du dann recht? Dann kannst du bei der Plattform draufgehen erstmal und die Plattform anschauen, bitte? Doch, siehst du, immer das meine ich. Also unseriöser jetzt für mich. Sie müssen erstmal auf sich anmelden.
Sie müssen erstmal bei iBank.io draufgehen, dann können Sie die Plattform sehen. Ja, aber so ein seriöses Unternehmen ruft ja auch nicht einfach an. Herr Steiner, wenn Sie mich nur weiter verarschen wollen, wenn Sie mit mir etwas anfangen wollen... Sie wollen doch die Leute verarschen und die Leute mir Geld betrügen. Wie bitte? Sie wollen doch die Leute verarschen, nicht ich. Sie rufen doch die Leute einfach an, ungefragt. Ich habe Ihnen ein Angebot gegeben, du kannst einfach nur ein Ja oder Nein sagen. Das ist ganz einfach. Ja, und so ein seriöser Bankberater nennt den Kunden nicht auf immer du. Herr Steiner, ich habe Sie die ganze Zeit Herr Steiner genannt. Nee, Sie haben dann zwischendurch haben Sie du gesagt und so. Es tut mir leid. Tja, mir auch. Weil wie gesagt, ein normales, seriöses Unternehmen ruft doch nicht einfach die Leute an. Das ist nur deine Meinung. Nee, das ist keine Meinung. Das sind sogar Gesetze in Deutschland. Das ist nur die Meinung, die Sie gerade eben genannt haben. Nee, nee. Also, und genannt heißt das auch nicht. Das heißt genannt, nicht genannt. Und aus Frankreich, hier aus Frankfurt rufst du auch nicht an. Und Peter Müller oder so heißt du auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Okay, wie Sie wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Ich hoffe, du verreckst an deine Kohle. Ich hoffe, dass dir richtig ein schlimmer Autounfall oder sowas passiert. Das wünsche ich dir. Du bist nur ein Schwein. Außer siehst du, ein gucke, Schwein bist du gar nicht. Gucke, du unseriöser Krimineller. Ja. Deine Mutter, die sollte sich was schämen, weil wenn die so ein Kind geboren hat, ist ja eine Schande. Halt die Fresse. Na gucke, du. Na, da haben wir ihn wohl seine Betrügermanieren doch noch irgendwie aus dem Hemd geleiert. Und er hat ganz zum Schluss dann von alleine nochmal bewiesen, in was für einem Callcenter wir hier gelandet sind. Aber schon irgendwie, weiß ich nicht. Der hat selber nicht mal mitbekommen, dass er die ganze Zeit zwischen Sie und Du selber gewechselt hat. Als er mir sein komisches Programm imaginär in seinem Kopf erklären wollte, ist er total aufs Du umgeswitcht. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine seriöse Bank das mal so aus Versehen als Hoppala machen würde. Eher weniger. Kann mal vorkommen, aber nicht so oft wie hier. Ich meine, dass man im Gespräch mal aus Versehen an das Du gedacht hat, das passiert. Aber, naja, das war hier schon beabsichtigt. Wenn es nicht sogar vom Skript so vorgesehen war. Denn, naja, wenn man so zwischendrin aufs Du einfach heimlich wechselt, dann könnte da sowas wie, ja, weiß ich nicht, ein Kumpelgespräch entstehen. Ja, und schon hängt man in der ganzen Geschichte drin, weil er einfach dachte, dass ich darauf wohl vielleicht anspringe. Naja, und da ganz zum Schluss mit seinem dreckigen Gelache. Tja, da brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter was dazu sagen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Guten Tag. Guten Tag. Lisa Weiß ist mein Name. Ich rufe Sie von einer Investitionsfirma an. Ja, alles Ihre... Alles Ihnen soweit? Ihre Sprachgeräte ist sehr leise. Hören Sie mich jetzt besser? Ein bisschen. Okay, Lisa Weiß ist mein Name. Ich melde mich von einer Investitionsfirma an. Aha, wo melden Sie sich denn an? Von der Plattform Bittrade rufe ich Sie an. Ja, und wo melden Sie sich an? Bei Ihnen. Melde mich bei Ihnen. Okay, und von welcher Firma aus rufen Sie an? Aus der Plattform Bittrade rufe ich Sie an. Okay. Es geht ja um Investitionen an der Börse. Haben Sie schon mal was davon gehört? Ja. So. Sie haben eine Anmeldung gemacht bei unserer Werbungsseite für Online-Trading. Tja, und wie wir nun im Infovideo, also im letzten Infovideo erfahren haben, ist das, was hier gerade schon wieder erzählt wird, kompletter Quatsch. Es geht hier schlichtweg um CFD-Trading. Und im gleichen Atemzug erzählt mir die nette Lady, dass wir an der Börse handeln. Dass das nur eine Kopie der Börse ist, habe ich ja nun schon erklärt. Das heißt, wir handeln nicht an der Börse, sondern nur bei denen auf der Plattform, wenn überhaupt. Denn, naja, nicht jede Plattform handelt wirklich mit dem Geld. Viele Plattformen tun nur so, als würden die mit eurem Geld handeln, ja, und halten euch mit irgendeiner tollen Story und einer langen Geschichte lange dabei, damit ihr nochmal was einzahlt. Naja, aber in Wirklichkeit arbeitet man nur mit einem Demokonto. Tja, und mittlerweile so eine Handelsplattform zu eröffnen, das kann jeder Dulli. Also, absolut jeder, selbst du und ich, können das einfach eröffnen, ohne irgendwie großartig Kenntnisse darüber zu haben, wie das Ganze funktioniert. Man braucht einfach nur das Programm dazu und diese Software, womit man so eine Handelsplattform ja bereitstellen kann, die kann man sich fertig kaufen. Das heißt, man kauft sich einfach ein fertiges System, klatscht seinen Namen und sein eigenes Webdesign darüber und das war's schon. Ja, und um den Rest hier irgendwie zu machen, brauchen wir nur noch ein Callcenter ans Laufen bringen und ein eigenes Bankkonto eröffnen. Ja, oder irgendwelche Krypto-Wallets. Tja, und schon rollt der Rubel. Aha.
ich rufe Sie jetzt an, Sie zu informieren, wie Trading funktioniert. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 29. Oh, Sie sind ja, ich hätte jünger gedacht eigentlich. Ja? Von der Stimme her, ja. Hab mich gut so gehalten. Ja. So, wie heißen Sie eigentlich? Na, das steht doch da bei Ihnen. Lili, oder? Wie bitte? Lili. Lips. Ja? Ja. Okay, super. Haben Sie einen Computer für ihn? Ja. So, können wir unsere Monitoren zusammen verbinden und ich präsentiere Ihnen unsere Plattform. Haben Sie so ein langes Kabel? Mit einer App können wir unsere Monitoren verbinden. Ich brauchen Sie da kein Kabel? Nee. Nee. So, machen Sie bitte Ihre PC an. Ja. Wenn Sie angemacht haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Sind angemacht, Bescheid. Okay. Benutzen Sie eigentlich Anydesk oder TeamViewer? Nee. Können Sie den kurz runterladen, Anydesk? Wie denn? Dauert nur eine Minute. Sie gehen beim Google, schreiben anydesk.com und tippen Sie dann auf Herunterladen. Na, aber wenn ich jetzt nach Google gehen soll, das ist ziemlich weit. Warum denn? Na, weil Google ist doch in Kalifornien. Nein. Doch. Das haben Sie auf Ihrem PC. Das haben Sie ja nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich soll nach Google gehen. Und Google ist ja in Kalifornien. Natürlich. Ja, aber ich kann ja nicht auf meinem PC rumlaufen. Sie sind schon lustig. Naja, Sie sagen doch das so. Haben Sie Ihr PC aufgemacht? Warum soll ich den jetzt aufmachen? Wenn ich den aufmache, verliere ich doch die Garantie. Ich habe angemacht. Ja, anmachen kann ich, ja. Soll ich andrücken? Wer bitte? Soll ich draufdrücken? Hab gedrückt. Sehr schön. Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Display? Ein Ladekreisel. Okay, jetzt warten wir kurz. Ja. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Hellseher. Was sind Sie? Hellseher. Sehr schön. Ja, geht. Naja. Haben Sie Kinder, Ehefrau oder leben Sie alleine? Nee. Mit wem leben Sie denn? Alleine. Ohne Eltern? Ja, wieso? Einfach so, ich bin neugierig. Aha. Wie alt schätzen Sie mich? 80? 80? Vielleicht wollten Sie 18 sagen. Nee. Meine Stimme ist doch schön, um 80 zu sein. Oder? Nee. Bisschen furchtbar. Nee. Jeder Kunde sagt zu mir, dass ich eine schöne Stimme habe. Ja, ich nicht. Sie sind der Erste, der sagt, dass ich eine hässliche Stimme habe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine furchtbare Stimme. So, bist du angemacht? Ja. So, jetzt sitzen Sie auf Google. Nee, ich sitze auf dem Stuhl. Google. Gehen Sie auf Google. Ach so, am Computer. Ja, auf dem Computer natürlich. Immer auf dem Computer. Ja. Sind Sie schon? Ja. Hab ich gemacht. Sehr schön. Jetzt schreiben Sie Bittrade. Das ist schon wieder sehr leise. Jetzt schreiben Sie Bittrade. Warum? Warum? Damit Sie auf unsere Plattform kommen können. Wie bitte? Damit Sie auf unserem Plattform kommen. Ich höre Sie nicht mehr. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Sie sind unfassbar leise. Sie auch? Nee. Eigentlich schon. Ich höre Sie wirklich auch ganz schlecht. Aber Sie werden jetzt immer leiser. Warum denn? Ja, weiß ich doch nicht. Und jetzt? Jetzt geht's langsam wieder. Bisschen lauter noch. Und jetzt? Nee, jetzt ist wieder leise. Hören Sie mich überhaupt? Ja, halbwegs. Aber es ist ganz schwer. Aber Sie verstehen mich. Naja, aber so will ich nicht telefonieren, so schlecht. Wieso denn nicht? Ja, weil das schwierig ist. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ich kann hier nicht rumschreien. Ja, aber mein Bestes reicht nicht. Ich habe ein Büro. Muss mal lauter machen, da, den Mikrofon. So, jetzt? Nee. Gut, glaube ich. Nee. Ach, Mensch. Wie alt sind Sie nochmal? 29. 29, ne? Aber Sie sind irgendwie so ruhig und leise. Warum eigentlich? Ja, Sie sind doch leise. Sie auch. Ja, müssen Sie lauter machen. Wenn Sie mehr happy sein, dann bin ich auch happy. Wenn Sie happy sind, bin ich auch happy. Ach so. Ja. Warum sind Sie überhaupt so traurig? Bin ich doch gar nicht. Ja, aber von der Stimme her klingt das so. Ja. Sie sollten doch happy sein. Warum? Warum nicht? Weiß nicht. Hallo? Hallo? Tante, was hören Sie mich? Was denn jetzt? Wer ist denn jetzt da dran? Hallo? Jetzt kann ich nichts mehr hören.
Das Mikrofon ist zu leise. Hallo? Hallo. Ja, jetzt höre ich was. So. Ich bin der Luis Villa von einer Investitionsfirma. Wie geht es Ihnen heute? Hatte ich doch der Tante schon gesagt. Also, Sie haben eine Ermittlung bei unserer Firma gemacht, haben, ja? Hat die Tante auch schon gesagt. Perfekt. Und wieso haben Sie das gemacht? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Haben Sie einen Computer dabei? Was? Haben Sie einen Computer dabei? Ich verstehe Sie nicht. Computer, PC! Irgendwie ist Ihr Mikrofon komisch. Meinen Sie Video per YouTube, ja? Was? Ich bin hier mit Ihrer Mutter. Ich habe gesagt, ich verstehe Sie schlecht. Ihr Mikrofon ist komisch. Bin hier mit Ihrer Mutter. Jetzt wird es noch schlechter. Ich mache einen kleinen Bruder für Sie. Hallo? Können Sie 9 Monate warten für er? Sie müssen da irgendwas machen, dass es deutlicher wird. Das ist schlechter bei Ihnen. Ja. Hallo? Ich verstehe so nix. Wobei kann ich denn jetzt helfen? Tja, ich glaube, diese netten Callcenter, die haben schon so mittlerweile echt ein Problem mit den Scambaitern. Denn, tja, irgendwie kommen die da immer wieder drauf. Selbst wenn man eigentlich nicht unbedingt drauf kommen müsste, sollte, könnte, ich weiß es nicht. Ja, aber dass die Firma hier auf jeden Fall nicht legal arbeitet, haben wir hier auch wieder bewiesen bekommen. Denn es war auf einmal jemand am Telefon, den wir noch nicht kannten. Und der fängt auf einmal mit seinem Quatsch von vorne an. Was das werden sollte, ich weiß es nicht, aber naja, definitiv war das nicht seriös. Ja, von daher, mal schön die Finger von solchen Geschäften halten. Ganz weit weg. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann den Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit ganz vielen weiteren Angeboten vom Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.